Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchdown, Dwaddle, Care auf dem Privatserver Rising Gods. Wir sind immer noch im Sumpfland und mit Pamuyu unterwegs. Pamuyu hat ihre eigenen Quests im Moment. Wir müssen jetzt hier unten rein. Da waren wir ja letzte Runde schon mal ganz kurz drin. Ich hoffe mal, ich habe hier keinen Respawn. Irgendwie ging es noch hier runter. Ducke Eisenzwerg gefunden. Krawall, Boom, Peng. Ich bin nur zur Unterstützung dabei. Jojo. Das ist doch schön. Ne, wir haben so lange nicht mehr zusammen gezockt, ne? Haha, gestern. Ja gut, das wissen die ja nicht, also. Naja, für die ist es gestern, was wir gemacht haben. Ja, für uns war. Ach nee, das war nicht gestern. Nur ja, vorgestern. Ja. Für mich ist es noch schöner, wenn ich das dann immer im Kopf habe, wann wir was gemacht haben und wann das dann erst kommt. Wann war denn das? Das war Samstag? Nee, Sonntag. Sonntag müsste es gewesen sein, ne? Vorgestern. Und das kommt ja auch noch. Sonntag, Montag und Dienstag. Drei Folgen sind sie Wochen. Ja, Sonntag war's. So, wir laufen jetzt mal wieder oder reiten mal wieder hier vor. Ach, jetzt muss ich hier das Lager absuchen, die Geschichte. Ich bin ein Idiot. Ja, das wusste man vorher schon. Sag warum? Nichts. Na komm, dann hier wird's doch gratis. Weil ich mein Quest-Item durchgesucht habe, ich aufgemountet habe, um dann zwei Schritte nach links zu gehen und die Truhe aufzumachen. Wo das Quest-Item drinnen liegt? Nee, war halt eine normale Truhe, aber das Aufmounten extra war halt sehr... Naja, das hast du ja hier öfter... Aufmounten, über irgendwas drüber stolpern, abmounten, aufmounten, abmounten. Aber hier hast du wenigstens den Mount schon vor 40. Mich hat jemand angeschrieben. Ah, das sieht auf Classic ganz anders. Gefunden. Jo, fein. Dann lad ihn doch mal ein, da wird doch eine Gilde, ne? Genau, normal. Hätt's mich dann nicht. Klar, so ein bisschen Stress. Alte Frau. Jungspott. Jetzt muss ich hier erstmal. Erstmal. Ja, yes, ne, jetzt du. Erstmal meine Notizen machen, damit ich weiß, wer ist, sonst kriege ich einen Anfall. Ja, ja, das ist wichtig. Sonst kommen wir durcheinander. Ja, ich habe jetzt auch alle, die länger nicht da waren und keine Notiz war, geschmissen. Ja, ne? Sie also können ja wenigstens Bescheid sagen, wenn irgendwas ist. Aber wenn sie mehr als einen Monat dann offline sind. Man kann sie ja dann später wieder nachladen. Vor allem bei den meisten habe ich ja sogar drin stehen, wann ich die eingeladen habe. Und wenn halt gar nichts drin steht. Ja, ist ja richtig. Ja, kleine Notizen macht man sich dann sowieso. Tschüss. Scheiße. Was denn? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe gerade. Nein! Ja, du hast gerade? Ich kriege mein Getränk über meinen Tisch zu verteilen. Jibi. Vor allen Dingen auch noch Cola, das klebt dann so richtig. Ja! Jawohl, das süße Zeugs. Das ja, klebt wirklich gut. Also mit Befestigen von Notizzetteln hast du in der nächsten Zeit keine Probleme. Muss nur flächendeckend arbeiten. Nee, ich hab keine Notizzettel, ich hab Notizbücher. Das hätte ich jetzt auch gleich dazu gesagt, statt Notizzettel Bücher. Da werden richtige Kravenzmänner auf den Tisch geklebt. Nein, ich mag keine Zettelwirtschaft. Ja, so, ne? Notizzettel, 1 Meter mal 1 Meter, 50 Zentimeter dick. Damit kannst du mehrere erschlagen, nicht nur einen. Schon in der Schule gehasst, diese Zettelwirtschaften. Ja, dafür gibt's Hefte, ja. Aua, der schmeißt Bomben. Pionierexplosion, die war früher auch gewaltig. Ja gut, in der Ausbildung, da hatten wir keine Hefte, da hab ich noch diverse DIN A4 Ordner hiervon stehen. So Ausbildung, das ist ja normal. Ja, meine war ja, also meine das wird schwierig. Ist ja arenoschulisch gewesen. Na, das wird trotzdem schwierig mit diesen CDs. Egal welche Ausbildung.
Außer man hätte fotografisches Gedächtnis, wo man sich sofort alles einprägt. Also manchmal wäre ich froh, wenn ich das hätte, zumindest am Lernen. Horst! Man kann auch das ganze Lager pullen. Ja. Dort stehen! Sehr langweilig. Ja, es werden schon weniger. Aber Horst sieht auch schon gut aus. Mir fehlt wieder ein Mob und der ist nirgendwo. Ich hatte gerade etwas zu viel, aber jetzt geht's. Ja, einer ist weggelaufen, der stand neben dem Lager und hat gleich das ganze Lager gepult. Aber was soll's? Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder umschalten. Warum hab ich? Hey, die spawnt! Saubande! Seit wann die spawnen die so schnell? Nicht mal eine Minute? Den nehmen wir mal so raus. Genau, dann kannst du wieder umschalten. Hä? Jetzt hat er einen Brankenhieb wieder ein. Warum? Der war nicht auf Rechtsklick. Ich habe nur einmal Linksklick gedrückt. Wahrscheinlich irgendwie unbeabsichtigt gemacht hast. Nee, ich habe einmal beabsichtigt mit Linksklick drauf gedrückt und in der nächsten Mobgruppe hat das gemacht. Ohne dass auch dieser Kreis drumherum, also dieses Viereck drumherum läuft. Da siehst du ja, ob ein ist oder nicht und er hat es permanent trotzdem noch gespammt. Ja, der hört halt nicht auf dich. Ich verstehe. Ich schau da gerade auch nicht durch. Irgendwelche Wurzel, die sind da auch mit drin. Oh, 7 Beweglichkeit, 7 Ausdauer. Ist ja schon 39, ach du Heiliger. Was 39? Der Priester, ich dachte, das wäre jetzt so ein recht neuer. Ach so, hier vom Tifino, jo. Naja, die haben alle sehr viele Chars und probieren viel aus. Das ist ja das, was ich auch immer geschrieben habe. Wenn sie irgendwas fragen, ne, was ist denn hier gesucht und was soll ich denn spielen? Probiert's aus und spielt ein paar Level und dann werdet ihr erst sehen, ob euch die Chars gefallen oder nicht. Es bringt nichts, einen Char zu spielen, der dir später nicht mehr gefällt. Hier ist dann nur noch Krampf. Und die Chars spielt sie ja nicht für mich oder für dich. Sag ich mal nicht. Hm? Sagte zu den vielen Chars. Das macht doch mittlerweile jeder so. Das Thema sage ich mal lieber nicht. Naja, ich habe jetzt meinen dritten Account angefangen. Horst passiv! Lauf! Oder? Ja. Das sind zu viele! Der erste ist voll, der zweite ist voll, der dritte wird am Anfang. Achso, ja. Das passiert ja. Ganz genau genommen habe ich 22 Charaktere. Ich bin bei 24 oder 25 insgesamt. Ja, habe ich wirklich. Aber es war auch aus lauter Langeweile viel ausprobiert. Na, ich habe auf der Allianz-Seite, auf der Horden-Seite und dann habe ich ja extra nochmal Account gemacht für. Was heißt Account? Ja. Für ein Let's Play. Dass das schön getrennt ist. Ich habe auch viele wegen den Talentbäumen, weil ich keine Lust hatte, dann irgendwie Dual-Aspektion. Dann wollte ich meinen anderen Talentbaum beim Leveln gucken, wie das ist und deswegen. Na, über die vielen Jahre kommt ja auch viel zusammen. Man zockt ja nicht hintereinander durch. Immer wieder, immer wieder. Das spielst du mal irgendwas anderes, dann hast du mal wieder Lust auf WoW. Und da ist es aber nicht immer dasselbe, was du spielen willst. Da kommt da auch mal was anderes. Was ist denn hier? Horst, hier! Horst! Mach weit!
Ja, dann nach da hinten tupst du rum. Jojo. Ja, hier stehen zwei, drei Typen rum, die nicht einen Namen drauf haben. Tunnelgräber von Blub. Aber das macht nichts. Kriegen wir ja, alles klein. Das sind ja die, die du für die eine Quest auch brauchst. Ja, aber die sind gerade nicht markiert, weißt du? Die haben keinen Namen drauf. Deswegen habe ich mich gewundert, dass hier so viele rumstehen. Immer. Also das ist irgendwie komisch. Da ist wohl, da hat wohl wieder Malte rumgespielt. Ja. Nö, ich dachte erst hier so drei, vier Leute im Lager und dann wurden es immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Jetzt habe ich vier oder fünf umgenetzt und es werden immer noch mehr. Ja, die sind generell irgendwie nicht so wirklich markiert. Das ist irgendwie... Oh, jetzt hab ich so Wolle. Horst, Aggro! Horst? Ach, der hat keinen Fokus. Ah ja, das muss ich dann demnächst auch unbedingt skillen. Hab ich sonst nie so gebraucht. Magenkrämpfe. Geht doch schon wieder los. Kein Schluck auf, sondern Magenkrämpfe. Oh oh. Ja, aktuell habe ich sehr oft Magenkrämpfe. Das ist gar nicht gut. Na, ich nehme an von der OP noch. Also von, ich hatte ja, okay, die ist jetzt über ein Jahr her, aber seitdem habe ich ja immer wieder Probleme. Das sollte aber eigentlich nicht sein als Spätfolge. Soll ja besser werden, nicht schlimmer. Also bei der darf das schon mal passieren. Ach so. Weil ich habe halt keine Galle mehr und deswegen ist Verdauung ein bisschen im... Ja, dann ist die Verdauung eingeschränkt, ja. Und wenn du dann halt mal, was ich halt auch mal gerne mache, so eine schöne Pizza oder so isst, dann hast du danach Probleme. Hm? Weil halt die... Pizza esse ich auch gern, jo. Da freuen sich auch immer meine Kinder. Ja, das Problem ist ja halt bei mir jetzt, dass halt der Körper dann nicht mehr nachkommt mit dem Verdauen und Verarbeiten und... Machst du Pizza wenigstens selber? Teig und ja, so weiter? Weil das ist ja dann morgen schon, ne? Ja, also diese... Also bestellen auf keinen Fall, weil alles, was man hier irgendwie bestellt, schwimmt im Fett. Hm? Und... So, kenn ich auch. Dinger... Dann ist die Soße übelst sauer, dass du schon richtig Sodbrennen kriegst. Und wenn das nicht ist, ja, schwimmt im Fett, richtig. Und dann weißt du auch nicht, was im Teig drin ist, ob sie ihn selber machen oder ob sie schon fertigen Teig kaufen. Mhm. Und das mag ich überhaupt nicht. Guter Teig, der dauert eine Weile, aber das Längste, was du dabei hast, ist so eigentlich nur, dass der Teig geht, der Hefeteig. Ja, das Ruhen. Aber ansonsten, ja, ist auch wesentlich leckerer. Nee, also ich nur lohnt sich nicht für eine Person, ne? Das lohnt sich nur, wenn eine Familie ist. So ein bisschen das Problem. So eine Hefewürfel, da ist ruckzuck mal 500 Gramm Mehl plus die anderen Zutaten, ne? Das sind schon 5 Bleche Pizza. Lohnt sich aber. Lecker. So, jetzt durfte ich hier endlich mal alle haben. Raptor-Card, der war doch hier oben. Ging das nicht hier hinten irgendwo hoch? Doch, da sehe ich es doch. Ja, da vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann dürfte bald die Weltreise beginnen. Die überall Quests abgeben. Jawohl. Die hat schon genug gelitten. Oh nö, noch nicht. Ich muss da nochmal überall hin. Ist das hier richtig? Jawohl. Gibi, bämele, bämele. Dankeschön. Unverdient. Na doch, verdient. Ich war ja selber überall. Ich habe ja nicht einen Horst geschickt. Wobei das ja auch geht. Pet-Übernahme, los geht's. Oder ging, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon im Level habe. Ich benutze sowas immer viel zu selten. Wozu auch? So, jetzt müssen wir da oben noch abgeben. Benutzt. Ja, bei bestimmten Bosspools. Ich kann mich noch an Nax Ramas damals erinnern. Klassik, Level 60. Ja, da gab es das schon, bevor da irgendjemand drunter schreibt, das gibt's erst zu RG. Nein, das gab's auch zu Level 60. Bevor Burning Crusade rauskam. Danach haben sie es erst umgesetzt. Da war irgendwo auch Pullen mit Tier. Den Boss rauspullen. Ja, ansonsten braucht man das heute noch irgendwo von der Taktik her? Ich glaube nicht, ne? Weiß nicht.
Ich weiß nur, dass ich Naxxramas hasse. Na, jetzt geht's ja noch. Zur Klassik war das heftiger. Aber da war einiges heftiger. Man darf ja auch nicht vergessen, die haben eine andere Regelung damals getroffen. Von ja, der Härte. Nein, die Sache. Und die Sache war, wir haben, also damals, da war ich noch in meiner alten Gilde, da haben wir den Erfolg der Unverwüstliche gemacht. Naja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Da darf so, keiner verrecken. Und das mit meinen Legs und dann der eine, oh, wie heißt der denn, der eine Boss Haller oder so, oh, wie hieß der denn? Dort, wo du laufen musst, oder was? Ja, genau. Haigan, genau, Haigan, der Unreine. Bleibt auf dem Boden. Und das war dann immer mit meinen Legs sehr... Ah, man muss die erstmal klatschen hier, bevor man den kriegt, tief empfundener Zorn. Krass, sonst hätte ich die Verlies-Quest gar nicht gekriegt. Ja, zurück zu dir. Ja, na klar. Mit den Legs ist das extrem interessant dann. Weil, aber wir haben es geschafft. Das ist für andere schon normal. Ist das schon richtig heftig. Ohne Legs. Denn du hast ja da wirklich nur Fund, Fump, Fump, wie das Zeugs von unten aus dem Boden rauskommt und du musst dich ja bewegen. Ja, wir hatten zum Glück, also ich hatte das Glück beim... mit meiner Mage, dass ich ja im Range Camp, also wir standen ja eh hinten und wir haben ihn dann das eine Mal gekillt, Moment, wie war das genau? Du stehst erst oben, dann läuft er ja zweimal hin und her und dann gehst du mit runter. Und wir haben ihn gekillt, bevor wir runter mussten. Bei uns standen alle unten. Heiler, Range, alle. Sind immer alle gelaufen. Nee, bei uns nicht, weil du ja diesen, du hast ja irgendwie, wenn du zu nah an ihn kamst, diesen Zauber-Debuff bekommen, dass das Zaubern länger dauert. Ja, deswegen waren alle unten. Ja, bei uns waren halt alle oben, damit wir eben diesen nicht nah genug ran waren und diesen Debuff nicht bekommen haben. So, wir springen jetzt mal hier unten, hier oben rein. Sprengstofflager. Irgendwie gehen mir langsam die Quest hier aus. Das heißt... Naja, es ist ja schön. Ich muss aber auf die Zeiten gucken. Wenn ich jetzt die Zeitquest kriege, wird es schwierig. Die eine Zeitquest... Es ist ja nur die eine mit dem Bring das... Richtig. Bring das Essen oder was das da ist. Ich krieg keine Flagge hin. Hier hast du doch noch den Typen liegen am Übergang. Ja genau, der wäre ja das, glaube ich, irgendwas nach Süderstade. Da muss ich dann sowieso noch hin. Aber vorher gehen wir erstmal die Quest hier unten ab. Dann müssen wir mal gucken. Naja, wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Ja. Bis wir da sind, ist es soweit. Taschen muss ich dann auch irgendwann mal wieder leer machen. Boah. Es läuft. Flaggen. Du stehst aber an der richtigen Stelle, ja. Ja gut, bei mir sind die ersten 7. Fast instant getroppt und dann hat es ewig gedauert bis zur 8. Ja genau, die 8 hatte ich gerade auch, aber jetzt habe ich sie. Macht Hauptmann hier ist bei der Zuflucht im Arati-Hochland ausfindig. Jawohl, noch eine Quest mehr. Gibt's hier dort oben irgendwas? Sumpfland? Nö, gibt's nicht für ein Alchi. Gibt's nichts für ein Alchi. Ein Rezepten meinst du, oder was? Dann bin ich ja beruhigt. Jojo. Hat man nachgeguckt. So, wir reiten mal hier hoch über den Übergang. Und dann siehst du auch schon, wo die Quest hier unten ist. Die ist nicht hier unten, da wo wir vorher drin waren, sondern hier draußen. Und zwar hat hier ein kleiner Zwerg Derbst gefeiert. Dann ist die Brücke kaputt gegangen und der ist dort unten liegen geblieben. Und für den müssen wir dann noch eine Quest machen. Allerdings ist die auf Zeit. Um dorthin zu kommen, solltest du aufgemauert sein und rüberhopsen.
Und auch treffen. Boah, war das knapp. So, absitzen. Ich hasse eigentlich solche Übergänge. Aber leider müssen wir das so machen. Cliffhanger. Wir können das in der nächsten Runde weitermachen. Denn wir haben eine Runde leider schon wieder voll. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchstein, Wardle, K auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.